Der Film ist noch aus. Ja, die ist noch auf Pause, Ist noch ne? auf Ja. Pause, genau. Also der Chat lebt, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Donnerstagabend, 18 Uhr. Es ist noch Leben vorhanden. Wir sehen 133 Online-Präsenzen, die ja teilweise aus 3 bis 4 Menschen vorm Rechner bestehen oder aus einem Menschen vorm Rechner, der 3 Freunde mit eingetragen hat oder so. Das wissen wir gar nicht so genau. Wir wollen es vielleicht auch gar nicht so genau wissen. Schönen guten Abend, schön, dass ihr es alle geschafft habt. Schön, dass es voll geworden ist, obwohl anscheinend die Bayer Live-Forschung heute auch parallel läuft, beziehungsweise jetzt gerade endet und viele sich jetzt wahrscheinlich in mobile Endgeräte einloggen. Wir haben heute ein unheimlich spannendes Programm und ein wirklich tolles Programm. Sonst sind wir immer sehr medizinlastig. Heute gehen wir tatsächlich mal in Richtung Hebammenwissenschaften. Wir waren am Anfang was über Geburten und auch eine digitale Transformation, also nicht des Geburtsvorganges, aber der Geburtsbegleitung, der Geburtsvorbereitung hören. Sind unheimlich froh, dass wir Christine Graf und Maximilian von Meinburg hier dabei haben, die auf studentische Initiative zu uns gekommen sind. Also auch das hat unheimlich gut geklappt, war eine Empfehlung aus dem letzten Kurs und wir freuen uns, dass das dieses Mal klappt. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auch. Super. Und danach haben wir Martin hier, der letztes Mal seinen Leistungsnachweis geschrieben hat über Roboter in der Altenpflege. Und das war so großartig, ohne jetzt irgendwie den Druck zu groß Klar. werden zu lassen. Das war so toll, dass wir gesagt haben, Mensch, das wäre ja blöd, wenn das nur in der schriftlichen Ausarbeitung verpufft. Deshalb wird er dazu heute noch was Genau. sagen. Dann habe ich noch einen ganz kleinen Ausblick. Nächste Woche, Mittwoch, ab 18 Uhr, digitaler Salon. Da geht es um Algorithmen. Wer regiert, wer schneller rechnet, regiert die Welt. Und wie kann man das Ganze kontrollieren? Da werden wir uns mit Expertinnen und Experten von anderen Hochschulen darüber auseinandersetzen. Alle sind herzlich eingeladen. Vor allem die, die schon zu viele Fehltermine haben, können das sehr gut nutzen, sich da in der Anwesenheitsliste einzutragen und da nochmal eine Zusatzpräsenz abzustauben. Am nächsten Donnerstag dann hier wieder online, ganz normal. Da werden wir von RTL Menschen dabei haben, die sich nochmal so dem Thema, wer macht eigentlich Meinung, was sind Fake News, was sind echte News, stellen und da mit uns diskutieren und damit auch schon mal die Vorbereitung auf die Exkursion im nächsten Februar nach Köln zum RTL geben. Das ist so der Ausblick. Ich würde mich jetzt erstmal ausschalten, ja, an Christine und Maximilian von Die friedliche Geburt übergeben und gespannt zuhören, wie Digitalisierung bei Hebammen und Co. aussieht. Okay. Ja, guten Abend. Wir sitzen hier zu zweit, obwohl eigentlich nur einer von uns beiden tatsächlich die Geburtsbegleitung selber macht. Und das ist Christine. Wir haben so ein bisschen Arbeitsteilung bei uns. Ich bin sozusagen für das Digitale zuständig, deswegen sitze ich hier mit dabei. Aber ich würde sagen, wir fangen vielleicht tatsächlich damit an, zu erzählen, was denn die Digitalisierung überhaupt bei der Geburtshilfe zu leisten hat oder was sie da machen kann. Und da wir, beziehungsweise da Christine keine tatsächliche klassische Geburtshilfe macht, erzählst du vielleicht einfach. Genau, ja. Also ich glaube, da ist so ein bisschen Erklärungsbedarf, was ich eigentlich so mache. Denn diesen Beruf gibt es eigentlich so nicht, sondern der ist ein bisschen, Bisher also zumindest. bisher, der ist von mir wirklich so entwickelt worden. Wir beide sind so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen zu diesem ganzen Thema. Wir haben uns das so überlegt, dass wir erstmal ein bisschen inhaltlich sprechen, was ich eigentlich mache, und danach würden wir euch erklären, wie wir das digital umsetzen. Nur dass ihr wisst, das kommt dann noch mit der Digitalisierung. Ich bin selbst Mutter von 3 Kindern, habe eigentlich einen anderen Beruf mal gelernt, bin von Beruf her Schauspielerin eigentlich ursprünglich, mache aber seit 20 Jahren Mentaltraining und habe mich auch sehr mit Hypnose auseinandergesetzt und es auch gelernt.
und hatte zwei ganz traumatische, schwere Geburtserfahrungen 2005 und 2007. Das waren eigentlich natürliche Geburten, die komplikationsfrei verlaufen sind, aber ich hatte so starke Schmerzerfahrungen, dass ich ja einfach wirklich traumatisiert aus beiden Geburten rausgegangen bin, und dass das Trauma irgendwie aufgefangen worden wäre oder als unnatürlich oder irgendwas angesehen worden wäre, sondern das ist so ein bisschen was, wo ich den Eindruck habe, das gehört ja so dazu, zum guten Ton bei einer Geburt, dass sie schrecklich ist, das muss so sein, so ungefähr. Dann habe ich mich auch erstmal nicht getraut, wieder schwanger zu werden. Bin dann 4 Jahre später doch wieder schwanger geworden und dann durch Zufall auf eine Methode gestoßen, die in den USA entwickelt wurde. Hypnobirthing nennt sich das. Es wurde in den 80er Jahren von Mary Mongan entwickelt und beruht ein bisschen auf Erkenntnissen aus der Jahrhundertwende, Anfang des 19. Nee, des 20. Jahrhunderts, so rum, gab es einen Gynäkologen, Randy DeCreed hieß der, der den Zusammenhang zwischen Angst und Schmerz bei der Geburt schon erforscht hat und auch diese Zusammenhänge schon gesehen hat. Es liegt einfach daran, dass die Gebärmutter nicht gut durchblutet ist, wenn man in einem Angstzustand ist. Und gerade die Ringmuskulatur, also der Muttermund, ist dann nicht gut durchblutet. Und das bedeutet, der ist hart und fest, und dadurch wird dann das Kind geboren. Und das ist natürlich eine denkbar ungünstige Voraussetzung für eine Geburt, beziehungsweise ist das ein großer Aspekt, warum Geburten generell so wehtun. Das heißt also, erstmal die Angst rauszubringen aus der Geburt ist schon mal eine Herausforderung, weil wir ja alle schon was gehört haben über ja, traumatische Geburtserfahrungen. Jeder kennt Schauergeschichten. Wenn man einen Hollywood-Film guckt, wo Geburt dargestellt wird, dann ist das meistens mit Schreien und allem möglichen Spektakulären verbunden und nicht mit einer bestimmten Ruhe, die vielleicht andere Säugetiere hätten bei der Geburt. Dazu kommt, was ihr vielleicht auch schon wisst, dass Hypnose auch in der Medizin eingesetzt wird. Zum Beispiel bei Operationen, bei Hirnoperationen, wenn der Patient, die Patientin noch ansprechbar sein soll, dann benutzt man da gerne und sehr erfolgreich Hypnose als Anästhetikum. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts war das auch das einzige wirklich gut und effektiv wirkende Anästhetikum, was man so hatte bei Operationen. Das heißt, da wurde das noch mehr angewendet, und jetzt findet es eben auch wieder Zuspruch an mehr und mehr Unikliniken, auch bei anderen Operationen, wenn der Patient, die Patientin Narkosemittel nicht gut verträgt. Das heißt, da gibt es einen ganz guten, ein gutes medizinisches Grundwissen darüber, wie gut Hypnose auf das Schmerzempfinden reagiert sozusagen, oder wie der Mensch dann eben in der Hypnose auf Schmerzen reagiert. Das Schmerzzentrum des Gehirns wird dadurch nicht ausgeschaltet, aber die Übertragung findet nicht mehr so richtig statt. Das heißt also, dass der Mensch vielleicht noch merkt, oh ja, da ist etwas Schmerzähnliches, aber das Gehirn kann das nicht mehr richtig verarbeiten. Und genau, das führt dann eben dazu, dass Schmerzen nicht mehr wirklich ankommen bei dem Patienten, bei der Patientin. Das heißt, das ist natürlich was, ja, was, wo man denkt, es ist doch sinnvoll, das auch in der Geburtshilfe irgendwie anzuwenden. Der dritte Punkt ist, dass wir alle Säugetiere sind. Das heißt, auch wir Menschen, wir haben zwar Verstand, aber wir sind auch Säugetiere. Und ich sage eben den schwangeren Frauen, die ich betreue, ganz gerne, dass das eben sozusagen die Schwierigkeit ist, weil wir als tagaktive Tiere sozusagen würden uns eigentlich in etwas Dunkles zurückziehen, an einen sicheren Ort für die Geburt. Das machen übrigens alle Säugetiere so, dass sie sich zurückziehen, dass sie möglichst unbeobachtet sein wollen bei der Geburt und dass sie in eine Art Trance fallen, also in einen wirklich tiefen, entspannten Zustand. Wenn man Tiere in der freien Wildbahn beobachtet, die sich unbeobachtet fühlen und sicher fühlen, dann sind die Geburten eigentlich immer sehr friedlich und sehr inspirierend, weil sie wirklich so, ja, wenn man das Gefühl hat, die Tiere starren und bekommen halt irgendwann ihr Junges, da wird nicht geschrien und gar nichts. Und das wäre meiner Ansicht nach bei uns Menschen auch so, oder zumindest so ähnlich. Wir haben nur eben die Herausforderung, dass 98% der Frauen in die Klinik gehen für eine Geburt.
Ja, und diese Frauen machen ja etwas, was sozusagen unbewusst als etwas Ungewöhnliches, Unnatürliches übersetzt wird. Also es, unser Unbewusstes hat dann das Gefühl, wenn wir im Geburtsprozess uns in die Öffentlichkeit bewegen, dass wir uns in Gefahr bewegen. Das heißt, der Körper versucht, uns zurückzuhalten, wieder zurückzuziehen in einen geschützten Raum, und für unser Unbewusstes, also nicht für unseren Verstand, sondern für uns als Säugetier, als Körper, instinkthaftes Wesen, ist der sichere Ort halt eben wirklich eher die eigene Wohnung. Weswegen übrigens auch Hausgeburten oft als friedlicher empfunden werden von vielen Frauen. Also die kommen nicht in diese Schwierigkeit, den Ort wechseln zu müssen, gerade auch wenn man vielleicht mit Krankenhaus eher angstbesetzte Gefühle oder Gedanken hat. Das macht es natürlich dann doppelt schwer. Und was man mit der Hypnose halt schön machen kann, ist, dass man einen imaginären Ort schaffen kann, und der Körper reagiert so, als wäre man wirklich an diesem Ort. Als kleines Beispiel, was ihr alle mal kurz ausprobieren könnt, wenn ihr wollt, ist, dass ihr euch vorstellt, dass ihr in eine Zitrone beißt. Und wenn ihr dazu noch die Augen schließt und euch ein bisschen entspannt und euch so richtig vorstellt, wie ihr in so eine saftige, schöne Zitrone reinbeißt. Und es ist unglaublich sauer. Merkt ihr vielleicht jetzt schon, dass der Speichelfluss anfängt, eben aktiviert zu werden. Das heißt, unser Körper reagiert ganz stark auf unsere Vorstellung. Und je tiefer entspannt wir sind, desto stärker reagiert unser Körper. Das heißt also, in einer tiefen Trance, in einer sehr tiefen Entspannung, in einem hypnotischen Zustand, nimmt der Körper das eins zu eins sozusagen an. Und das ist meine Arbeit. Das heißt, ich versetze die Frauen, nein, ich bringe ihnen was bei. Also, Ja, und vor allem, du hast es erstmal selber erlebt. ja, das stimmt. Also das vielleicht Das kannst du ist ja davon. vielleicht auch noch interessant, genau. Also ich habe ja dann eben diese dritte Geburt gehabt, die stand dann so bevor. Und ich bin dann eben auf dieses Hypnobirthing gestoßen, wo eben diese Hintergrundinformationen für mich da waren, aber die Umsetzung für mich nicht so praktikabel erschien, weil Hypnobirthing keinen klaren Weg in diesen hypnotischen Zustand aufzeigt, sondern mehrere unterschiedliche Wege und eben auch sagt, dass Hebammen und Ärzte eher einem was Böses wollen, in Anführungszeichen, also dass man eben gucken soll und checken soll, ob die auch wirklich nur sehr wenig intervenieren oder, also als würden sie immer eingreifen, ohne dass man das möchte. Dadurch funktioniert Hypnobirthing in Kliniken zum Beispiel so gut wie nie, also sehr, sehr selten, weil die Frauen sich in einem unsicheren Umfeld fühlen und das Gefühl haben, sie müssen sich die ganze Zeit vor irgendwelchen Interventionen schützen. Und ich habe halt dann für mich aus meiner Erfahrung, weil ich halt schon mit 19 angefangen habe mit Mentaltraining, habe ich gesagt, da gibt es eigentlich eine viel einfachere Möglichkeit, in diesen Zustand zu kommen. Und ich wusste auch aus meiner Erfahrung, wie existenziell Geburten sind, wusste ich auch, dass, ja, dass man sich nicht unter der Geburt entscheiden kann, wie möchte ich denn jetzt in Hypnose gehen, sondern das muss wirklich ein Weg sein und der muss bombensicher sein, weil eine Geburt ist auf jeden Fall ein existenzielles Erlebnis, wo man dann nicht noch entscheiden kann, wie gehe ich jetzt in die Hypnose. Und auf dieser Theorie ist dann immer mehr Mut bei mir gewachsen. Ich habe auch versucht, die Traumata, die ich erlebt habe, so gut es geht, zu verarbeiten, auch mit Hilfe von Hypnotherapie unter anderem. Und habe dann so viel Mut gefasst, dass ich mein drittes Kind zu Hause dann doch bekommen habe. Also ich bin nicht ins Krankenhaus gegangen und bin zu Hause geblieben. Obwohl ich bei den anderen beiden Geburten sehr geschrien habe, aber ich dachte, ich hatte irgendwie das Gefühl, diese Geburt wird ganz ruhig und ganz leise verlaufen und dann kann ich auch zu Hause bleiben. Das war so meine Logik sozusagen, da habe ich mich wohlgefühlt und hatte dann eine Geburt ohne Schmerzen. Und ich weiß, dass das erstmal auf Erstaunen stößt und auch auf Skepsis. Das kann ich auch nachvollziehen, weil ich ja selber auch wirklich ganz furchtbare Geburten erlebt habe, was die Schmerzen angeht. Aber ich habe eben wirklich festgestellt, obwohl ich ein Mensch bin, der sehr schmerzempfindlich ist, dass, ja, dass es tatsächlich möglich ist, eine Geburt so anders zu erleben. Ich bin bei der dritten Geburt zweimal kurz aus dem hypnotischen Zustand rausgefallen, weil ich gestört wurde.
durch Fragen, die mir gestellt wurden. Eigentlich ganz einfache Fragen, aber durch Fragen kommen wir in den Neokortex, in den neueren Teil des Gehirns und sind dann eben nicht mehr in diesem tiefen Entspannungszustand, sondern eben in unserem kognitiven Verstand. Und damit ist man dann eben sozusagen raus aus der Hypnose, um das mal kurz zu erklären. Und da hatte ich dann auch Schmerzerfahrungen und habe mich auch erinnert gefühlt an die alten, also an die anderen beiden Geburtserfahrungen. Und wusste auch in dem Moment der Geburt oder in diesem Zeitrahmen, dass, ja, dass ich das unbedingt unterrichten muss. Also dass ich, also ja, dass es fahrlässig wäre, den Frauen das nicht zu zeigen, wie es geht, weil es wirklich eine Technik ist, die man erlernen kann und die nicht, ja auch kein Hokuspokus ist. Also zum Beispiel Hypnobirthing ist auch so mal so latent esoterisch. Und das ist ja auch okay, wenn man einen spirituellen Zugang hat. Da bin ich gar nicht abgeneigt. Aber bei mir ist es so, so wie ich das vermittle, dass ich das wirklich eher medizinisch aufziehe und ja, weil es mir wirklich wichtig ist, alle Frauen erreichen zu können. Also dass nicht irgendwelche Frauen sich ausgeschlossen fühlen, weil sie keinen spirituellen Zugang haben. Es geht hier wirklich um Hypnose. Und Hypnose ist ja, wie gesagt, eben auch mittlerweile medizinisch auch durchaus anerkannt und kein esoterisches Feld, sondern ein medizinisches Feld auch, kann man sagen. Ja. Ja, und da als sozusagen diese Idee entstanden ist, sozusagen diese Methode irgendwie zu verbreiten oder zu unterrichten, das war dann der Punkt, wo das Digitale ins Spiel kam, weil wir überlegt haben, wie, was für ein Unterrichtsmodell man dafür entwickeln könnte. Und die erste Idee war sozusagen das ganz klassische Live-Seminar. Also man, so wie Geburtsvorbereitung auch sonst unterrichtet wird, also mehrere Schwangere mit Partnern treffen sich, es gibt einen Referenten, der erzählt sozusagen, wie es geht und dann probieren das alle zusammen. Aber auch dafür war sozusagen der erste Schritt, um das überhaupt nach außen zu tragen, war eine Website zu machen. Und ich komme tatsächlich auch aus einem ganz anderen Kontext. Ich komme ursprünglich eigentlich auch von der Bühne, das heißt, ich bin Opernregisseur eigentlich, hatte aber immer so neben meinem Studium so ein bisschen Webentwicklung gemacht und mich damit beschäftigt und habe also eigentlich relativ simpel erstmal eine Website aufgebaut, die eigentlich nur als Marketinginstrument dienen sollte ursprünglich. Und sozusagen der erste Schritt waren also diese, waren diese Seminare, die sozusagen tatsächlich face-to-face stattfanden. Und das hat auch relativ schnell auch die ersten Schwangeren gegeben, die das ausprobiert haben. Und dann kam aber ins Spiel, die Hypnose hat halt eine Besonderheit, wo die Digitalisierung eigentlich schon mit ins Spiel kommt. Und zwar ist es, die Frauen schließen bei der Hypnose die Augen und hören vor allem auf die Stimme. Das heißt, es ist vor allem etwas, was, ja, was über die Stimme vermittelt wird. Es braucht sozusagen meistens gar nicht viel mehr als die Stimme des Hypnotiseurs. Und die meisten Frauen haben sich gewünscht, nach dem Seminar noch zu üben mit diesen Hypnosen. Und nun kann natürlich der Hypnotiseur nicht immer daneben sitzen. Also was liegt näher, als dass man sagt, ja, man nimmt die halt auf und gibt die den Frauen mit. Und dann haben wir überlegt, CD, natürlich denkt man als erstes mal Audiodateien. Und dann ist man schon so im Multimedia-Bereich. Wir haben die dann am Anfang so verschickt per E-Mail. Dann lag es aber natürlich nahe, dass man gesagt hat, nee, wir bauen die in unsere Website ein, wir machen einen Mitgliederbereich, die Frauen, die das Seminar gemacht haben, können dann dort diese Hypnosen abrufen. Und das tatsächlich bis heute ist das eigentlich fast der Kern auch unseres gesamten digitalen Angebots sind eigentlich immer wieder diese Hypnosen. Und entscheidend dabei ist, dass es eben nicht nur sozusagen, man lernt nicht nur diesen einen hypnotischen Zustand, den man dann vielleicht auch während der Geburt hat, haben sollte, sondern mit Hypnose lassen sich halt die verschiedensten Themenbereiche abdecken. Vielleicht kannst du da auch genau. noch
Also es, dieser Bereich, dieser Audiobereich auf unserer Homepage ist halt immer mehr und mehr gewachsen mit der Zeit und eigentlich auch wirklich Angebot und Nachfrage. Also wenn eine Frau da noch einen Wunsch hatte und ich das Gefühl hatte, oh, das ist für andere auch interessant, dann ist eben dieser Bereich hat sich dann eben vergrößert. Vielleicht kannst du es auch mal Genau, zeigen, ich weiß, den ich hoffe, das ist jetzt sichtbar für alle. Audiobereich. Also das, was wir hier sehen, ist eigentlich sozusagen der, ist dieser Bereich, der geschlossene Bereich, den kriegen die Frauen, die tatsächlich an den Seminaren teilnehmen oder auch an dem Online-Kurs, darüber sprechen wir später noch. Und da kann man jetzt hier sehen, also es gibt verschiedene Hintergrundmusiken zur Auswahl. Hier sind jetzt die ohne Musik. Und da Genau, kann man. zu den Musiken kann ich vielleicht auch kurz sagen, das sind eben alles hypnotische Anker oder Trigger. Das heißt, wenn man eine bestimmte Musik hat, mit der man immer wieder in Hypnose gegangen ist und man hört dann die Musik, zum Beispiel bei der Geburt, dann ist es ein Anker, wieder in diesen Trance-Zustand zu gehen. Das hilft also auch, zum Beispiel einen Ortswechsel vorzunehmen oder so. Und damit dann wirklich die Frauen sich auch wohlfühlen, haben wir dann. Zuerst hatten wir nur eine Musik, dann sind wir auf zwei gegangen, jetzt haben wir drei unterschiedliche Musikrichtungen sozusagen oder ja, Songs, nee, ja, Ja, so Hintergrundmusiken halt. Hintergrundmusiken und eine auch ohne Musik, sodass sich die Frauen dann auch ihre Lieblingsmusik zum Beispiel darunter legen könnten, wenn sie wollten. Genau. Und hier sieht man also, das ist so fast so Playlist-artig aufgebaut. Die lassen sich aber auch alle einzeln runterladen. Hier dann so an der Seite. Und hier sieht man so ein bisschen die verschiedenen Themenbereiche. Also das ist zum Beispiel jetzt eine Schwangerschaftsmeditation für den Anfang der Schwangerschaft, wenn die Frau noch nicht jetzt direkt an die Geburt denkt, sondern einfach so ein bisschen erstmal darauf einstimmt. Dann gibt es eine Hypnose, wenn die Geburt ein bisschen zu früh losgeht, also bei vorzeitigen Wellen. In Hypnobirthing spricht man immer lieber von Wellen statt Wehen, weil in dem Wort Wehe natürlich schon der Schmerz irgendwie mit drin ist und das Unbewusste darauf reagiert. Dann gibt es verschiedene Geburtsvorbereitungen, kannst du vielleicht auch. Genau, also es gibt eben die Geburtsvorbereitung lang, das ist sozusagen das Kernstück zum Vorbereiten für die Frauen. Also ich sage immer, dass sie das möglichst am Tag einmal machen sollten, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und das Besondere an den Hypnosen ist, dass der Weg eben in die Hypnose immer der gleiche ist. Nur was dann eben dann in dem hypnotischen Zustand, was ich dann da spreche, ist dann unterschiedlich. Und der Weg ist aber immer gleich und der ist auch bei der Geburt selbst dann eben gleich. Dann haben wir eben eine kurze Geburtsvorbereitung. Dann für Fortgeschritten, das ist wirklich richtig kurz, damit man wirklich nur den Weg hat und immer wieder Weg rein in die Hypnose, Weg raus. Dieses Training braucht man eben, weil das so ähnlich ist, kann man sich vorstellen wie Muskeltraining. Also das heißt, wenn ich trainiere, in den hypnotischen Zustand zu gehen im Vorfeld, dann ist es so, wie wenn ich jetzt als Sportler sage, ich möchte eben jetzt Liegestütze lernen. Das ist immer so mein Beispiel, weil dafür müsste ich auch viel trainieren. Und ja, genauso ist es eben auch, manche brauchen da eben mehr Zeit für, manche weniger, je nachdem, wie muskulös man schon ist sozusagen. Also wie schnell man das eben kann. Es gibt auch so Naturtalente, die das ganz schnell lernen können und andere brauchen eben länger. Genau, für Fortgeschrittenen gibt es eine Gehmeditation. Das heißt, das ist eigentlich eine Meditation, in der man Stellungswechsel machen kann, weil bei der Geburt kann es ja gut sein, dass es gibt es unterschiedliche Positionen, die förderlich sind für die Geburt. Und ja, damit man eben gut von einer Position in die andere gehen kann oder auch mal auf die Toilette gehen kann Ohne oder vielleicht, rauszufallen aus genau, der. oder vielleicht in die Wanne, aus der Wanne oder ins Krankenhaus reingehen kann, ohne dass man eben komplett aus diesem Trance-Zustand, aus dem hypnotischen Zustand rausfällt. Genau, wir müssen ja vielleicht, also es gibt dann auch für so mehrere Spezialfälle, also zum Beispiel auch für den, was ich ganz wichtig finde und was sich auch als sehr wichtig herausgestellt hat, auch für den Fall, dass es Komplikationen gibt, also dass es einen Kaiserschnitt gibt. Genau. Das sind alles solche Sachen, die eben mir beim Hypnobirthing so gefehlt haben. Dann gibt es gar keine Audiodateien zum Beispiel. Deswegen finde ich, die Frauen sind da ein bisschen alleine gelassen. Und es gibt eben auch quasi den Kaiserschnitt nicht. Also wenn man alles gut macht, sich entspannt, keine Angst vor der Geburt hat, dann wird das alles schon. Dann tut das auch nicht weh und dann ist das alles toll. Und so einfach ist es eben nicht. Also aufgrund meiner Erfahrung weiß ich halt, was es für eine Herausforderung auch sein kann. Und ich finde es halt wichtig, dass man da auch wirklich die Frauen, also dass man den Frauen einfach den Druck nimmt. Und oft ist es auch so, gerade heute hatte ich wieder ein Telefonat mit einer Frau, die ganz traurig war, weil sie gesagt hat, es kommt wohl doch zum Kaiserschnitt, weil das Kind quer im Bauch liegt. Und das ist dann wirklich auch eine Kontraindikation für eine natürliche Geburt.
Und dass man dann eben sagt, okay, dann machst du bitte jetzt die und die Hypnose, nämlich die für den geplanten Kaiserschnitt. Du machst nochmal die und die Trance zur Angstauflösung und du kriegst dann eben nochmal den persönlichen Support, dass wir nochmal miteinander sprechen, vielleicht auch eine Einzelsitzung machen. Und das alles mache ich eben auch über digitale Medien eigentlich, also entweder über Telefon, über Skype oder genau, es gibt dann eben noch weitere Sachen, das sagen wir dann Genau. gleich, genau. Also nur sozusagen diese Zusammenfassung einmal, dass man so sieht, also diese Audio-Dateien waren eigentlich von Anfang an fast auch mit so der Grund, dass wir gesagt haben, wir bauen dieses digitale Angebot aus, weil es halt für alle zugänglich, von überall abrufbar und so weiter verfügbar ist. Und eigentlich finde ich fast einer der interessantesten Schritte war dann tatsächlich, dass es dann Frauen gesagt haben, gab, die gesagt haben, sie wollen gerne während der Geburt selbst sozusagen per Kopfhörer diese Trancen hören. Und ich weiß noch, dass wir uns darüber unterhalten haben und du eigentlich gesagt hast, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand das will. Und ehrlich gesagt, das ist eigentlich bisher mit eins der erfolgreichsten Dinge an diesem Kurs geworden. Ja, ist es wirklich. Also das ist echt total spannend gewesen, weil wir halt wirklich dachten, oder ich mir das gar nicht so vorstellen konnte, weil ich dachte, man will doch dann alleine sein und mit Sicherheit verbunden und so. Aber dadurch, dass meine Stimme bis zu dem Zeitpunkt der Geburt wirklich eben auch nochmal so eine Ankerfunktion hat, also die Frauen nochmal in Hypnose bringt und ich eben immer wieder die Frauen, also in Hypnose, ich zähle die runter sozusagen mit Hilfe von Zahlen und dadurch ist so eine Dauerschleife, 10 Minuten, die sich halt über 4 Stunden halt immer wieder wiederholt. Und ja, diese Frauen werden halt also alle 10 Minuten wieder runtergezählt in diesen hypnotischen Zustand. So kommen sie halt Schritt für Schritt immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer eigentlich rein in die Hypnose. Und das ist halt total, ja, da kriege ich ganz, ganz tolles Feedback ständig. Also, und ich bin auch sehr gerührt, weil ich wirklich eben tatsächlich, und da ist es vielleicht auch für euch wieder interessant, ich bin bei den Geburten dabei. Es ist nicht nur die Hebamme dabei und der Vater, sondern tatsächlich Per Stimme. bin ich sozusagen akustisch dabei und eben entweder über zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer, die man sich aufsetzt. Aber ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass ich wirklich im Kreißsaal dann einfach da Lautgestellt. lautgestellt war und dass Hebammen dann hinter mich angesprochen haben und gesagt haben, ach Mensch, das war toll und ich war auch ganz in Trance, weil ich immer wieder gehört habe. Genau, und ich kann die Frauen dann eben auch erinnern an bestimmte Sachen. Also meine Methode hat ja auch noch andere Sachen, eine bestimmte Atemtechnik und auch zum Beispiel wirklich den Kiefer locker zu lassen. Das ist wichtig bei der Geburt. Und an diese ganzen Sachen erinnere ich, aber ich lobe auch die Frauen. Dazwischen ist dann immer wieder Stille, dann sage ich, du machst es wunderbar. Und die Frauen, ich habe halt gedacht, oh Gott, die fühlen sich dann ja vielleicht verarscht oder irgendwas, ne? Weil ich ja nicht dabei bin, aber es ist nicht so. Die sind dann in diesem Zustand und fühlen sich wirklich motiviert und gehen dann eben auch durch diese schwierigen Momente, die eine Geburt haben kann. Und wichtig ist vielleicht noch, dass man auch erklärt, dass Hypnose eben nicht sowas wie Tiefschlaf ist. Also die Leute sind nicht weggetreten im eigentlichen Sinne, die sind eigentlich fast immer ansprechbar. Die sind Vielleicht kannst immer du. an, ja, die sind immer ansprechbar, nur wenn man sie halt anspricht, kommen sie halt leichter raus. Deswegen empfehle ich dann eben nicht unbedingt bei einer Geburtsbegleitung dann die Frauen so doll zu stören und anzusprechen, aber es ist total möglich. Also man kann mit den Frauen normal kommunizieren, die sind auch voll bei Verstand und bei Bewusstsein. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Superkonzentration. Also sie konzentrieren sich extrem auf das, was sie gerade tun, fast wie ein Hochleistungssportler, der gerade einen 100-Meter-Lauf macht. Also der ist ja auch total konzentriert und nimmt nicht gerade alles wahr um sich rum und so ähnlich ist es eigentlich auch da in diesem Genau. Trance-Zustand. Und aus diesem, aber aus diesem Moment heraus, dass die Frauen eben gesagt haben, sie wollen wirklich tatsächlich im Kreißsaal diese Hypnosen hören, dann war, da gab es immer so ein bisschen das Problem, dass man sagte, ja, wie soll das technisch funktionieren? Also haben die dann irgendwie da ihr Handy, dürfen die nicht anhaben, weil es natürlich die Instrumente stört und so weiter. Das heißt, es muss irgendwie im Flugmodus sein, die können da, haben die wahrscheinlich auch kein WLAN oder kein Empfang oder was auch immer. Das heißt, da war dann so ein bisschen die technische Frage, wie man es löst. Und wir haben dann eigentlich ziemlich ambitioniert einfach gesagt, ja, wir brauchen eine App. Und eine App, wo man sich die einzelnen Dateien runterladen kann und auch offline darauf zugreifen kann. Und nun habe ich natürlich überhaupt keine Erfahrung als App-Entwickler oder irgendwas. Ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt und habe zuerst mal jetzt mit so einem App-Baukasten tatsächlich das so realisiert. Und wir sind jetzt auch in beiden App-Stores, also im Play Store und in, über iOS, sind wir
verfügbar und haben auch tatsächlich diese Grundfunktionalität, die funktioniert sehr gut und die wird auch extrem viel eingesetzt. Wir hatten dann einmal, gab es ein Update, da gab es dann irgendwie einen kleinen Bug, dann kamen mir gleich so hunderte E-Mails von Frauen, die gesagt haben, die App geht nicht mehr, oh Gott, und natürlich sitzt man dann auch da und denkt sich, okay, das ist jetzt eine krasse Verantwortung, weil die verlassen sich total darauf, dass das funktioniert, weil wenn die Geburt losgeht, muss das Ding natürlich auch funktionieren und genau, und jetzt bereiten wir gerade die zweite Version vor. Ich habe mich ein bisschen weitergebildet inzwischen, arbeite jetzt mit PhoneGap, also immer noch sozusagen das Ganze in HTML entwickelt, aber jetzt mit ein bisschen mehr Flexibilität und sieht auch ein bisschen hübscher aus. Also wer möchte, ich weiß nicht, Moment, hier sieht man so ein bisschen das aktuelle Erscheinungsbild, also sehr rudimentär. Hier kann man sich so zwei kostenlose Sachen anhören zuerst. Und dann gibt es sozusagen den eigentlichen, hier können wir auf den Podcast zugreifen, da kommen wir vielleicht später nochmal. Dann gibt es halt einen Audio-Player, der eingebaut ist. Hier kann man sich, haben wir quasi die Auswahl an Trancen, die man auch auf der Website hat, nur halt sozusagen einfach dargestellt. Genau. Da kann man sich die dann einzeln runterladen und dann eben auch offline hören. Das genau. Heißt, auch diese Sache ist sozusagen aus der tatsächlich praktischen Anwendung, nämlich der Notwendigkeit, im Kreissaal einen Audio-Player zu haben, wo es genau diese Dateien gibt, sodass die Frauen nicht nochmal extra sich das Zeug auf einen MP3-Player laden müssen. Und auch überhaupt zum täglichen Üben wird es auch ganz viel benutzt, die App immer dabei zu haben. Genau. Ja, und wir haben halt auch dann irgendwann die Entscheidung getroffen, einen Online-Kurs zu machen. Und das ist natürlich auch total interessant, wenn man darüber nachdenkt, wie das so zusammengehen kann mit dem Digitalen und der Geburtsvorbereitung. Das heißt, mein ganzes Seminar, was ich einmal im Monat live in Berlin gebe und auch so alle Vierteljahr ungefähr auch in Bayern, gibt es auch als Online-Seminar. Und da gibt es eben dann, also kannst du vielleicht auch mal zeigen, das ist genau, und eben zwar so ist das eigentlich ist sozusagen ein Teil des Online-Seminars, sind natürlich auch die Audio-Trancen, aber wir haben den gerade komplett neu produziert, nochmal neu gefilmt. Also es gab unsere erste Variante hatten wir 2016. Das war tatsächlich noch, da fehlte uns auch noch so ein bisschen die Erfahrung, aber es hat seinen Zweck erfüllt, auch über 2 Jahre. Und jetzt haben wir ihn neu gefilmt. Es sind jetzt insgesamt 9 Stunden Videomaterial, 50 Lektionen. Also man kann hier an der Seite so ein bisschen sehen, ist sozusagen unser Inhaltsverzeichnis, wo man so ein bisschen sehen kann, es deckt sozusagen erstmal die ganzen Hintergründe ab. Wir können dann auch mal hier schauen, wie das dann so aussieht. Genau, es sind, also wir haben, am Anfang haben wir die Videos selber gehostet. Wurde dann, weil die Nachfrage sehr stark gestiegen ist, können wir vielleicht auch nachher nochmal so ein paar Zahlen. Wurde unser Server langsamer und wir hosten jetzt bei Vimeo. Da kann man sozusagen für so geschlossene Bereiche auch Hosting machen. Und genau, und das sind sozusagen Videolektionen, die funktionieren eigentlich sozusagen eigentlich in Lektionen, die sind so um die zwischen 5 und 15 Minuten, manchmal auch, manche sind auch ein bisschen länger. Dazu gibt es immer ein PDF nochmal als Zusammenfassung. Es gibt auch noch so ein paar andere Handreichungen, Listen für die Erstgespräche in der Klinik. Also die Frauen sollen sozusagen komplett vorbereitet werden auf alles, was sie da erwarten könnte. Und zwar eben in dem Sinne ergänzend zu dem, was die Hebammen leisten in der medizinischen Vorbereitung als mentale Vorbereitung. Weil viele Frauen eben in dieses Geburtserlebnis reingehen, ohne wirklich darauf gefasst zu sein, was sie da mental und emotional erwartet. Was total spannend ist, ist, dass ich sehr viele Hebammen habe, die schwanger in meine Kurse kommen. Und Ärzte auch. Und Ärzte, ja. Also das ist echt total schön. Und da hat sich auch im Laufe der Zeit ein großes Netzwerk aufgebaut. Wenn ihr irgendwann mal vielleicht Lust habt, noch auf die Seite zu gehen, das ist www.geburtinhypnose.de, so heißt die Seite. Aber wenn ihr googelt, die friedliche Geburt, findet ihr das auch. Genau. Seht ihr es? Und da könnt ihr auch mal gucken bei Erfahrungen. Da gibt es sogar 2 Hebammen, die auch ein Video für mich aufgenommen haben, wo sie halt sozusagen Werbung für die Methode machen, weil sie so davon überzeugt sind. Das ist natürlich total schön. Also
dass ich da mehr, also ich bin sehr in Kontakt mit Hebammen und wünsche mir noch mehr Kontakt mit Ärzten auch. Also mit Hebammen ist das Netzwerk wirklich mittlerweile sehr, sehr gut. Aber genau, da sieht Hier man sieht halt man, so es die. sind. Ja, es gibt sogar einen ganz kleinen Ausschnitt aus einer Geburt, das ist natürlich auch toll. Also die Frau, die ihr da in der Wanne seht, die hat sich mit meiner Methode vorbereitet und dann sieht man halt wirklich den Augenblick direkt, als das Baby halt wirklich, als sie es hochnimmt und sich auf die Brust legt. Das ist ganz beeindruckend und rührend. Genau. Und vielleicht kann man sagen, also wir haben seit 2016, eigentlich seit wir angefangen haben damit, wir haben jetzt knapp über 1000 Teilnehmerinnen, die begleitet wurden. Also da sind, glaube ich, auch die schon mitgerechnet, die in den Live-Seminaren waren. Die bekommen auch immer Zugriff auf den Online-Kurs, weil in dem Live-Seminar auch nicht immer Zeit ist, alles Genau. abzudecken. Genau, ich habe das jetzt ein bisschen verändert, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich ja den Online-Kurs sowieso, wo man dann eben die Theorie sich auch nochmal richtig anschauen kann. Ja, mache dann im Live-Seminar dann mehr, dass ich wirklich sage, wie gehe ich in Hypnose, wie fühlt sich das an und eben auch wirklich Feedback-Runden, wo die dann sagen können, was ihnen noch schwerfällt oder wenn sie Fragen haben, sodass man da eben mehr so im Gespräch ist. Da nutzen wir dann eben das Tolle, was live ist. Und ansonsten versuche ich eben online alles abzudecken. Und ich würde jetzt gerne noch zum Podcast Ja, genau. noch was sagen, weil was wir festgestellt haben, was eigentlich so eine ganz tolle Entscheidung war, war, dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe Lust, einen Podcast zu machen. Ich komme ja eigentlich ursprünglich aus dem Bereich des Schauspiels, das heißt, ich bin auch Sprecherin und hatte total Lust, über diese ganzen Themen zu sprechen und auch da einfach nochmal viel mehr Menschen zu erreichen, viel mehr Frauen zu erreichen. Und habe einen Podcast, den es eben bei iTunes gibt, bei Spotify, bei YouTube, Auf bei, allen also möglichen. überall eigentlich und auch auf der App eben und auf meiner Homepage. Und da gibt es jeden Sonntag eine neue Folge. Und Rund um die Geburt rund eigentlich. um die Geburt eigentlich das ganze Oder Hintergrundwissen. Schwangerschaft, ja. Also ja, Schwangerschaft, Geburt und auch Mutter sein. Also vor allem die erste Zeit, aber dann eben auch ein paar Folgen dann auch über Erziehung und so weiter, was mich halt auch interessiert, natürlich als dreifache Mutter. Genau, und dieser Podcast, der hat auch sehr viele Anhängerinnen, Hörer, wir sozusagen haben jetzt so Hörerinnen, ne? um die 30.000, 35.000 Abrufe im Monat Genau, und was ungefähr. wir da festgestellt haben, ist, dass wirklich die Regelmäßigkeit wichtig ist. Also falls irgendjemand von euch irgendwie vielleicht plant, einen Podcast zu machen, ist die Regelmäßigkeit wichtig, dass man wirklich, dass die Hörer wissen, wann die neue Folge rauskommt und natürlich Content. Und da gebe ich sehr, sehr viel raus. Also nur die Methode an sich gebe ich nicht raus. Also wirklich das Lernen, wie gehe ich in diesen Zustand und die Atemtechnik und so weiter. Also die Methode an sich gebe ich nicht raus, aber alles Hintergrundwissen gebe ich raus. Das heißt, ich kriege auch regelmäßig E-Mails, wo dann Frauen halt schreiben, sie haben sich nur mit dem Podcast vorbereitet und hatten eine Traumgeburt und das ist natürlich dann auch total schön. Also ich erreiche da noch Überhaupt mal mehr. ist vielleicht auch wichtig, dass man sagt, wie ist denn so die Reaktion darauf oder wie lässt sich dann diese Methode tatsächlich umsetzen? Ich muss sagen, weil ich bin ja auch ein bisschen fachfremd, auch ich war nie schwanger, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie das Erleben tatsächlich ist. Und ich war ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, am Anfang, ob sich diese individuelle Erfahrung, so gut diese Technik sicher funktioniert, dann auch übertragen lässt auf andere Personen. Und ich bin ehrlich gesagt überwältigt, weil ich mache auch so ein bisschen den Kundensupport mit, und da trudeln wirklich inzwischen täglich die Geburtsberichte ein. Und wir haben also von eben so medizinischen Notfällen abgesehen, wo man dann sagt, ja, da hilft die beste mentale Vorbereitung nicht, tatsächlich eigentlich nur gutes bis enthusiastisches Feedback. Ja, Also auch da das ist kann man toll. so ein bisschen auf der Website schauen. Wir sind da auch extrem darauf bedacht, dass da nichts verfälscht wird oder sondern es sind wirklich alles Originalberichte und zum Teil eben auch Videos oder gibt Oder auch auch im Podcast, Podcasts. ja, wo Frauen dann eben berichten, wie ihre Geburt war. Das kann man dann auch sich anhören. Was halt eben durch diese digitale Vermittlung möglich ist, ist halt eine Skalierung. Also wenn man jetzt bedenkt, wir haben angefangen in Berlin mit den Leuten, Mit drei die hier Paaren. sind, genau, sozusagen. Und dann kamen eben immer mehr Anfragen. Die waren, ja, ich kann leider nicht nach
Berlin kommen, wie kann ich denn, das ist so schade, ich kann die Methode nicht machen. Dann haben wir diesen Online-Kurs gemacht und jetzt, wir haben das Internet macht es möglich, aus Nicaragua, aus Südafrika, Frauen, die halt woanders sind, dort überhaupt gar keinen Zugriff auf ihre vertraute Geburtsvorbereitung vielleicht haben und die freuen sich dann, dass sie das auf dem Wege machen können. Und genau, und über den Podcast werden noch mehr Frauen erreicht. Also es geht in dem Fall tatsächlich darum, eigentlich diese Idee da in die Welt zu tragen und zu verbreiten. Und auch die Erfahrung, ne? Weil die meisten, die über Geburt was hören, hören Schlechtes über Geburt. Also sowohl von Ärzten und Hebammen als auch von den Freundinnen, Müttern und so weiter aus dem Fernsehen und so, sind immer nur schlechte Erfahrungen, schlimme, schmerzhafte Erfahrungen. Und dass man überhaupt was machen kann, ist ja den wenigsten Frauen bewusst. Oder Und überhaupt ein positiver Blick auf das Thema. ja, und dass es auch ganz anders erlebt werden kann. Und das ist mir halt so eine Herzensangelegenheit, dass das wirklich rausgeht. Ich hoffe, es gucken ganz viele junge Frauen jetzt gerade zu und natürlich auch junge Männer, die vielleicht immer Väter werden oder schon sind oder wie auch immer, dass ihr da Mut habt und überhaupt wisst, dass man was machen kann. Also, dass eine gute mentale Vorbereitung wirklich wichtig ist, auch für die Geburt. Ich würde ganz kurz noch sagen wollen, weil ich merke schon, wir Die sind Zeit schon ist die wahrscheinlich. Zeit, genau, und vielleicht gibt es ja auch noch Chatfragen oder so, das haben wir jetzt gar nicht mehr gemacht. Aber wie ich den Kontakt habe mit den Teilnehmern und wie die Betreuung letztendlich ist. Also ich habe einen Instagram-Account. Ihr findet mich übrigens, falls ihr mich mal so suchen wollt, immer unter die friedliche Geburt. Da habe ich einen Instagram-Account, ich habe einen Facebook-Account und ich habe jetzt gestern mich entschlossen oder vor ein paar Tagen entschlossen, dass ich jetzt auch immer jeden Mittwoch um 21 Uhr live gehe auf Instagram. Da gab es gleich einen ganz großen Zuspruch. Also ich habe dann gestern Abend das erste Mal gemacht und hatte gleich um die 250 Zuschauer. Das ist natürlich total schön für das erste Mal. Also da spreche ich dann immer über die aktuelle Podcast-Folge und merke schon, dass diese Interaktion halt total wichtig ist, dass die eben, ja, dass die Personen eben wirklich das Gefühl oder die Frauen eben wirklich das Gefühl haben, man ist nicht irgendwie abstrakt und eine Geisterscheinung, sondern es gibt einen wirklich. Genau, und da kann man mir eben auch Nachrichten schreiben. Ich habe mir das hier ein bisschen notiert, was wir alles da so machen digital. Bei Facebook natürlich eben auch Nachrichten und so weiter. Da kommen auch die anderen Genau. wieder, genau. Und man kann eben immer mit mir in Kontakt treten über E-Mail, Telefon, Skype. Einzelsitzungen sind auch über Telefon möglich. Und SMS, WhatsApp, das sind eben die normalen Sachen, mit denen ich arbeite. Jetzt sehe ich euch wieder. Gedacht, wir schalten uns langsam schon mal wieder dazu. Also, ne, Sehr das schön. ist Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt ein was falsch gemacht haben, dass wir so gelabert haben die ganze Zeit, aber. großartig. Wir versuchen immer zwischendurch hier im Chat schon mal Fragen zu motivieren, aber es trauen sich noch nicht ganz viele. Darf ich eine Frage stellen, schon mal so, um das Eis zu brechen, das erste? Du hast jetzt gesagt, ihr macht viel auch über Social Media. Geht es immer nur über dich oder vernetzen sich da auch die jungen Frauen miteinander und tauschen sich untereinander aus? Also gibt es auch so Das eine läuft. Peer-Gruppe? Also noch läuft das alles über mich. Ich hatte mal eine Facebook-Gruppe ins Leben rufen wollen, aber das ist irgendwie im Sande verlaufen. Da müsste ich mich noch mal anders hinterklemmen und ich habe das Gefühl, das sprengt meine zeitlichen Kapazitäten gerade. Naja, und vor allem ist es auch Ja. so, da ist das Thema Schwangerschaft vielleicht auch sehr speziell, weil das immer einen sehr begrenzten Zeitraum im Leben einnimmt. Also 9 Monate lang ist man schwanger und danach ist das Thema eigentlich durch. Das heißt, so eine dauerhafte Community ist schwierig mit dem Thema zu bilden, weil halt immer wieder, also es Also funktioniert könnte nur, man wenn immer schon, wieder welche aber nachkommen und auch Lust haben, sich da weiter zu engagieren. Aber die es halt unmittelbar betrifft, sind dann aus dem Thema auch meistens schnell wieder raus. oft ist ja nach der Schwangerschaft auch eine Zeit, die nicht ganz unstressig ist und dann ist man ja oft mit anderen Sachen erstmal beschäftigt und versucht, sich in neue Situationen reinzufinden, Deswegen kommen ja. auch meistens so die Rückmeldungen auch immer mit einer zeitlichen Verzögerung. Also das haben wir auch festgestellt. Auch gerne ein paar Jahre, wenn man dann auch erstaunt ist zum Teil. Ja. Super spannend. Vielen, vielen Dank. Wie reagieren Ärzte und Ärztinnen beziehungsweise andere Krankenhausmitarbeiter auf die Frauen, die diese Methode anwenden? Gibt es skeptische Reaktionen oder findet diese neue Methode Anklang? Fragt Johannes. Also es ist so,
Also wenn man ins Krankenhaus geht und man sagt, man hat sich mit Hypnose vorbereitet, wird man eigentlich sofort gefragt, mit Hypnobirthing. Und darauf reagieren meistens die Hebammen und Ärzte eher negativ, weil das nicht so gut funktioniert tatsächlich im Krankenhaus. Und dann sage ich immer den Frauen, sagt mal nicht nein, kein Hypnobirthing, sondern wir wollen mit den Hebammen zusammenarbeiten. Dass gleich klar ist, das soll ein Zusammenspiel sein. Und das ist auch was, was mir halt so wichtig ist. Also ich habe bisher da noch keine negativen Feedbacks bekommen, sondern eher positive. Wie gesagt, ich habe auch viele Ärztinnen als ja, Teilnehmerinnen meiner Kurse da. Weil mir Das auch ist wirklich diese Begegnung wichtig ist, also dass wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, auch nur so kann wirklich gute Geburtshilfe funktionieren, dass man respektvoll miteinander arbeitet. Und Hebammen haben es ja wirklich gerade nicht leicht. Und ich fördere auch sehr, dass man da mit einem positiven Gefühl auf die Hebammen zugeht. und vor allem So. eben auch, dass man, dass die Hebammen nicht das Gefühl haben, man erklärt ihnen jetzt ihren Job, so Ja, ungefähr. Also es genau. geht immer darum, eigentlich diese Lücke zu schließen. Und den Frauen was mit an die Hand zu geben, was die für sich selbst nutzen können, während sie aber das Vertrauen haben in die moderne Geburtsmedizin, so dass die Hebammen ihren Job machen können und die Frau kann aber bei sich bleiben. Das ist Genau. so der Gedanke. Katharina fragt, ob man zu dem Thema auch Bachelor- oder Masterarbeiten schreiben kann. Unbedingt. Wir sind auf der Suche. Das war, ist so ein bisschen meine geheime Hoffnung, heimliche Hoffnung hier gewesen, dass ich hier eingeladen wurde. Also wir suchen tatsächlich, also wir würden uns riesig freuen, wenn darüber Bachelor oder Masterarbeiten oder ja. Irgendeine Form der Forschung. Genau, also wenn da was geschrieben werden würde darüber, wenn geforscht werden würde darüber, auch zum Beispiel im Vergleich zu Hypnobirthing, es gibt ganz viele Ideen, was man da machen kann, wie viel das, ja, wie wirklich der Vergleich wäre zu Frauen, die sich halt so mental vorbereiten oder eben nicht und so weiter. Also da gibt es sicherlich einige Möglichkeiten und die Hälfte oder ein Drittel der Studienteilnehmer könnten wir ja stellen, Oder die den Kontakt Gastforscher. herstellen. Ja, Da gäbe genau. es sicher Ja, Frauen, die das und die machen würden. Frauen, die zu mir kommen, die sind meistens total offen dafür, also auch für sowas, weil die ja selber wollen, dass es mehr Gehör findet. Also die fühlen sich oft alleine in ihrem Umfeld, in ihrem persönlichen Umfeld mit dieser Einstellung, dass sie sich auf die Geburt zum Beispiel freuen und sind da eigentlich eher froh, wenn das, also die versuchen auch immer Wenn es mich zu unterstützen. supporten und das merke ich auch total. Also ja, ich glaube, das, also ich sehr. Oh. Jetzt wissen wir nicht, was Katharina studiert, Katharina, aber prinzipiell Passt ja auch ins hier geht es Fachbereich. wahrscheinlich in der Pflege, hier geht es vielleicht auch in der Psychologie, sonst geht es um die Ecke in Bochum, bestimmt bei der Hochschule für Gesundheit, auch bei den Hebammen. Wenn es tatsächlich ein persönliches Interesse ist, sprich uns an, Katharina, dann finden wir da die Möglichkeit, darüber eine Bachelor- oder Masterarbeit zu schreiben. Ja, Ja, super. super. Vielen Dank. Genau. Ja. Ja, Ja, wir super, warten noch ab, Katharina. was Katja angibt. Ich schreibe noch was. Ah. Danke. Super interessantes Thema, ja. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Es war unheimlich spannend. Vielen, vielen Dank. Ganz Sehr schön. großartig. Und neben mir scharrt Martin mit den Füßen. Ja. Wir haben Jetzt schon auch seit 2 Minuten versucht, dran. ja genau, wir haben versucht, die Aufregung ein wenig hier mit Hypnose zu bekämpfen, aber wir waren dann doch so fasziniert und haben lieber euch zugehört. Deshalb muss er da jetzt so durch. Ich würde einfach an dich übergeben, oder ich Genau. rutsche aus der Kamera und du würdest Und was, ich. quasi wir wechseln an das Lebensende, ja, ins hohe Genau. Alter und hören was über Roboter. Sehr gut. Genau. Vielen Dank. Dankeschön. Danke euch allen. Tschüss. 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 Genau. Ja, ich würde euch jetzt, wie ihr schon seht, was über Roboter in der Pflege erzählen. Erstmal kurz zu mir. Ich bin auch Student hier an der Uni Wittenherdecke im 10. Semester Medizin und habe den Kurs eben im Digital Medicine letztes Semester gefolgt und habe da eben eine Arbeit drüber geschrieben, ein kleines Paper. Und wurde jetzt eben gefragt, ob ich das nicht nochmal so die Ergebnisse davon zusammenfassend vorstellen kann. Das würde ich jetzt eben in der nächsten halben Stunde eben machen und danach vielleicht eben, wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen diskutieren, beziehungsweise auch mit Fragen klären und schauen, was ihr denn davon alle so haltet. Als erstes wollte ich euch eine kurze Einführung geben und ja, wo die Fahrt heute hingeht. Dann bringe ich ein paar Beispiele aus der Praxis. Das heißt, ich wollte euch ja, das Thema näher bringen.
anhand von drei Robotern, die zurzeit in der Pflege eingesetzt werden. Wollte da noch auf die Datenlage eingehen, was es zurzeit an ja, Studien gibt und welche Forscher sich damit inwieweit befasst haben. Und am Ende einfach noch Fragen klären, beziehungsweise noch schauen, noch über ein paar Fragestellungen zu diskutieren. Als allererstes, da wahrscheinlich doch die meisten Mediziner sind oder eben ansonsten irgendwie sich mit Gesundheit beschäftigen, ist der Begriff demografischer Wandel irgendwie für jeden jetzt nichts ganz Neues. Das heißt, vielen ist bekannt, beziehungsweise es ist überall zu sehen, dass unsere Gesellschaft in der Tendenz immer älter wird. Wir haben jede Menge Entwicklungen in der Medizin oder generell einfach unser Wohlstand gerade in den westlichen Nationen steigt. Aufgrund dessen werden Menschen immer älter und wir haben unsere Gesellschaftspyramide, die immer mehr alte Leute hat und immer weniger Junge kommen nach. Das heißt, das stellt unsere Generation bzw. unsere Gesellschaft natürlich vor eine enorme Herausforderung, wodurch quasi auch ja, die Roboter in der Pflege entstanden sind, beziehungsweise eben auch viele andere Sachen. Wir sehen es im Moment in der Politik. Es gibt verschiedenste Diskussionen, Lösungen oder auch Fragestellungen dazu, wie man dem Ganzen entgegen kann. Das heißt, wir haben Pflegemangel, der ist allen, die irgendwie in der Medizin oder in sonstigen Gesundheitsberufen wahrscheinlich arbeiten, auf jeden Fall bekannt. Das heißt, der ist jetzt schon akut da. Das ist nichts, was wir uns in Zukunft mit beschäftigen sollen, sondern eigentlich ein Problem jetzt der Gegenwart. Wenn man sich das mal in Zahlen ein bisschen anschaut, wir hatten zum Beispiel gerade in der Pflege 1999 noch 8.859 Pflegeheime und bis ins Jahr 2015 sind welche dazugekommen, 4.700. Das heißt, wir haben 2015 13.596 stationäre Pflegeeinrichtungen gehabt. Das ist halt einfach ein immenser Zuwachs innerhalb von nur 6 Jahren. Da sieht man halt einfach, wie akut das Thema schon ist. Und auch wenn man sich in Städten einfach mal umschaut, sieht man doch sehr häufig neue Pflegeeinrichtungen, die gebaut werden oder die eröffnet werden. Jetzt gibt es natürlich eben zwei Sachen. Einmal muss sich die Politik damit beschäftigen, das macht sie ja gut auch. Unser Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja auch schon gefordert, 8.000 neue Stellen zu schaffen, um damit einfach dem Pflegemangel Herr zu werden und das anders zu lösen. Und die Industrie ist natürlich jetzt auch nicht am Schlafen, hat halt sich gedacht, während die diskutieren, überlegen wir uns erstmal andere Sachen und probieren das Problem von einer anderen Seite aus zu betrachten. Und Anwendern bzw. den Menschen uns in Pflegeberufen Lösungen zu bieten von einer technischen Weise. Da möchte ich euch eben welche vorstellen. Als erstes Casero. Das ist ein Service-Roboter. Das heißt, hier geht es jetzt erstmal um ja, was ganz anderes. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man sich jetzt vorstellt, irgendwelche ja, humanoiden Roboter, die auch Arme und Beine haben, ganz normal laufen, wie wir auch, dass die jetzt schon über die Pflegestation laufen und unsere Arbeit direkt abnehmen, sondern ich möchte euch erstmal noch ein paar andere Sachen vorstellen, zum Beispiel eben Casero, ein Service-Roboter, wie es dort schon steht. Das heißt, es geht darum, dass man sich technische Sachen überlegt, dass dieser Roboter hier drunter fahren kann oder so einen Pflegewagen zum Beispiel und einfach erstmal nur so diese unnötigen Arbeiten übernimmt. Und zum Beispiel diesen Wagen, der jetzt vielleicht mit Wäsche, die gewechselt wurde, von der Station einfach in den Keller oder wo auch immer hinfährt, in die Wäscherei und solche Aufgaben halt einfach fürs Pflegepersonal entlastend sind. Das heißt, der ist technisch mit jede Menge Raffinessen ausgestattet. Der hat zum Beispiel hier eine Kamera und jede Menge Sensorik drin, die die Umgebung abtastet und einfach schauen kann, wie er sich im Raum bewegt, der den vorprogrammierten Weg fahren kann, Hindernissen ausweichen kann. Und was er noch kann, zum Beispiel wenn nachts seine Funktion als Service-Roboter soweit erstmal nicht mehr gebraucht wird, könnte er zum Beispiel über die Gänge patrouillieren und wenn zum Beispiel irgendwer dort nachts noch rumläuft, gestürzt ist oder so und Hilfe benötigt, erkennt er, dass jemand auf dem Gang ist, kann über seine Kamera bzw. seine Technik die Nachtwache alarmieren und kann über die Kamera, die hier oben ist, ein Bild senden von dem, was er quasi gefunden hat sozusagen und das einer Pflegeperson auf dem Tablet zeigen, die vielleicht zum Beispiel in einem anderen Zimmer ist und gerade mit der Pflege von einer anderen Person beschäftigt ist, um dann zu sehen, da ist noch jemand, der auch noch Hilfe braucht. Das heißt, es geht da einfach auch um Entlastung, weil ja, Pflegepersonen, jeder, der in der Pflege arbeitet, weiß wahrscheinlich, also nachts sind häufig die Leute alleine und auf sich gestellt und das heißt, der sollte dort etwas Abhilfe schaffen. Eine andere Idee ist dieser etwas ja, harmlos aussehende Pflegewagen, den man, das kennt man ja eigentlich fast jeder Station, wenn es zum Beispiel um Verbandswechsel oder sonstige Sachen geht, dass man da einen Wagen hat, wo man jede Menge Pflegeutensilien drin hat und mit denen von Haus zu Haus oder von Zimmer zu Zimmer halt eben zieht, um dann zum Beispiel einen Verbandswechsel durchzuführen. Die Idee war jetzt einfach hier, dass man den ein bisschen weiterentwickelt und, hallo Steffen, und
den autonomer macht. Das heißt, wir haben hier in der schwarzen Leiste, hier unten ist jede Menge Sensorik drin. Das heißt, dieser Roboter kann sich selbst akkubetrieben über die Station bewegen. Der kann erkennen, wo irgendwelche Winkel sind. Er sieht, ob irgendwelche Sachen auf dem Gang stehen, kann um die herum navigieren. Und kann zum Beispiel, wenn ich jetzt in ein Zimmer gehe und dort einen Verbandswechsel durchführen möchte, kann ich über mein Smartphone einfach draufdrücken, dann fährt der Pflegewagen automatisch in mein Zimmer. Beziehungsweise, wenn ich ihn möchte, dass, oder ich weiß, ich gehe gleich in dieses nächste Zimmer, kann ich ihn dort schon mal hinbestellen, dann steht der Pflegewagen, ohne dass ihn jemand schiebt, schon hin. Was natürlich auch praktisch ist, ich kann auf dem Tablet hier oben, beziehungsweise über eine Sensortechnik auch einfach sagen, welche Produkte ich eben aus ihm entnommen habe. Er merkt dann selbstständig, wenn etwas leer ist, kann selbstständig wieder ins Lager fahren und muss im Moment noch wohl manuell bestückt werden, aber in Zukunft sollte es eben auch sein, dass es ein automatisches Austauschsystem gibt, sprich, dass man den halt eben, dass er sich selbstständig wieder auffüllt und all solche Sachen, die man halt immer noch machen muss, die aber nichts direkt mit der Tätigkeit am Menschen zu tun haben, dass man da einfach eine Erleichterung hat und ja, einfach von der Seite aus vielleicht die Pflege etwas entlasten kann, was sich das die Industrie gedacht hat. Dann, ja. Was macht er denn? Genau, das ist eine der wichtigsten Fragen, die sich auch die meisten stellen. Also im Moment soll er wohl recht gut drum herum navigieren können, so verspricht es der Hersteller. Ich habe auf Videos ein paar Sachen gefunden, allerdings merkt man schon, dass es durchaus Probleme sind, weil die meisten vorprogrammierte Wege haben und die dann halt adaptieren. Das heißt, wenn es ein Gegenstand ist, ist es meistens schon möglich, dass er sich was außen herum sucht, einen Weg. Aber was für uns überhaupt keine Aufgabe ist, man läuft einfach drumherum, stellt technische Maschinen, gerade solche, diese beiden auf jeden Fall von Herausforderungen. Die sollten eigentlich selber drumherum kommen, die sollen auch selber Fahrstühle bedienen können, beziehungsweise selber Aufzug fahren können. Ja. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe sie selber noch nicht live erlebt. Ich habe nur eben mal geschaut, was andere darüber geschrieben haben, beziehungsweise Universitäten sich auch damit beschäftigt haben. Es ist in der Tendenz durchaus noch entwicklungsbedürftig. Ja, wäre natürlich auch noch eine Idee. Dann CareRobot vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik. Der kommt dann schon eher in die Richtung Menschen ersetzen, wenn man das mal so sagen kann. Der ist ausgestattet hier mit einem, wie man es ja sieht, hat er so ein Tablet, wo halt einfach gerade ein Glas Wasser draufsteht, wie er eine Person in einem Rollstuhl bedient. Und hinten dran, dieses Orangene, ist ein Arm. Und Kosten kann ich dir gerade gar nicht genau sagen. Müssen wir nachher vielleicht nochmal schauen. Genau. Also hat hier hinten einen Arm dran, der sehr weit bedienbar ist, der sich selbstständig eben bewegen kann, um Gegenstände zu greifen. Was hier ist, dieser CareRobot soll im Idealfall schon deutlich mehr können. Das heißt zum Beispiel, der kann auch selbstständig an einen Wasserspender, der auf dem Gang steht, ranstehen, kann sich ein Glas nehmen, kann das darunter stellen und kann selbstständig mit seinem Arm eben, zum Beispiel wie man das hier sieht, so einen herkömmlichen einfach einen Wasserspender, der oben so einen 5-Liter-Kanister drauf hat, kann den auffüllen und kann sich dann das Glas selbst auf dieses Tablett stellen. Klingt soweit erstmal ziemlich gut, wenn man sich das im Internet mal anschaut, merkt man halt doch noch, was für Schwierigkeiten die haben, weil das dauert doch relativ lange. Das ist für uns eine Tätigkeit von vielleicht 10 Sekunden. Für so einen Roboter ist das eine sehr, sehr komplexe Aufgabe. Und zwar ist es so, so ein Roboter ist ja an sich programmiert oder so eine immer gleiche Tätigkeit in einer enormen Präzision und Geschwindigkeit auszuführen. Wenn sich aber jetzt jedes Mal die Position von dem Gegenstand, den er greifen soll, etwas ändert, ist es immer wieder ein, ja, was die Technik einfach vor Herausforderungen stellt, weil er die ganze Zeit überlegen muss und wieder selber tasten muss, quasi was wir mit unseren Fingern machen, seit Kindertagen gelernt haben, dass er mit seinen Sensoren immer wieder tasten, neu umrechnen, ob alles, was er macht, eben auch stimmt. Das heißt, das Einfache, was für uns vielleicht, wie gesagt, 10 Sekunden dauern würde, so ein Glas auffüllen, das irgendwie bringen, braucht bei ihm schon halbe Minute mindestens, wenn nicht sogar länger. Wie gesagt, sind aber auch erstmal die Entwicklungen. Der kann noch deutlich mehr, was man hier oben sieht, ist quasi sein Sichtfeld, wenn man das so sagen kann, was eben hier ist. Dieser Roboter sieht die Person, er erkennt, wer vor ihm sitzt, hat wie zum Beispiel das iPhone 10 auch eine Gesichtserkennung, kann sehen, okay, hier sitzt diese Person vor mir und die greift sich dieses Glas. Also gehe ich davon aus, dass er im Idealfall das auch getrunken hat. Was dann ideal für uns wäre,
Er übernimmt die Dokumentation gleich mit dabei. Das heißt, solche Sachen wie Leute mit Wasser versorgen, was natürlich soweit keine Hektik oder sowas verbreiten sollte oder sowas, kann der zum Beispiel schon machen. Braucht deutlich länger als eine Person, aber es geht in die richtige Richtung und der kann halt eben erkennen, wem er was gereicht hat und dadurch auch gleich mit dokumentieren, wer was heute getrunken hat. Genau, was der noch kann, womit sie halt auch werben, finde ich irgendwie auch ganz witzig, der ist als Alleinunterhalter so ein bisschen noch da. Das heißt, der kann die Leute motivieren, zu tanzen bzw. zu singen. Und ja, sieht ganz nett aus. Wie weit es wirklich irgendwie Abhilfe schafft oder sinnvoll ist, sei gefragt. Die Universität Duisburg-Essen hat sich eingehend in längerer Zeit mit dem beschäftigt und hat eben geschaut, was wird angepriesen, beziehungsweise was kann der wirklich. Und was für Hürden gibt es im Alltag? Und das ist halt wie schon, was man hier eigentlich so ein bisschen sieht. Hier sind die Vorhänge zugezogen. Das größte Problem ist wohl mit der Gesichtserkennung, auf der die halt auch baut und auch sein Sichtfeld. Das daraus resultiert, ist eben, dass er besonders gut einfach nur in hellen Räumen funktioniert. Das heißt, wenn wir irgendwie abends oder sowas wenn er abends unterwegs wäre, ist es schon deutlich schwieriger. Auch er hat verschiedene Manöver, wie er sich bewegen kann. Ich glaube, ein Vierrollensystem, die sich ja relativ frei bewegen können, aber in einem Setting, so wie hier jetzt mit dem Rollstuhl oder hier in den Speisesaal, den man dort sieht, sind für den große Herausforderungen, auch wieder mit dem Umfahren. Es ist ihm theoretisch möglich, neue Wege zu suchen, aber was für uns einfach eher eine Sache von 5 Sekunden ist, zu sehen, da sitzt jemand vor mir im Rollstuhl, ich muss um die Person rum, stellt dann eben so eine technische Apparatur, so ein Roboter doch schon vor große Herausforderungen. Genau. Ja, Fabian, konntest du die Fragen, wie gut Corona damit umgeht? Ja, spannende Frage. Kommt natürlich sehr drauf an. Also es gab durchaus weg positive Resonanz wohl auf zum Beispiel Carobot. Allerdings bleibt meines Erachtens, wenn man sich das durchliest, auch die Frage offen, wer sich wie damit beschäftigt hat und auch wie die Studienleiter da rangegangen sind. Weil es lässt sich nun mal leicht kritisieren als Außenstehender, dass ein Versuchsleitereffekt da ist. Das heißt, die Universität Duisburg-Essen als technischer Part ist da dran gegangen und hat sich da erstmal, glaube ich, ziemlich drüber gefreut. Folglich ist die Frage, ob nicht auch die Auslegung ihres Ergebnisses vielleicht in der Tendenz auch eher sehr positiv ist. Bewohner haben es, wie gesagt, wenn ihr mal auf YouTube schauen wollt nach Carobot, es gibt Videos, wie er da am Singen ist oder halt die Leute zum Singen motiviert, da machen auch einige mit. Ob das jetzt einen Langzeiteffekt haben kann und wirklich da sinnvoll eingesetzt werden kann, bleibt für mich fraglich. Und was ich eben so rausgelesen habe, ist er halt doch noch ein Stück weit zu langsam. Sprich, man könnte ihn einsetzen. Wirklich praxistauglich ist es meines Erachtens noch nicht, aber es gibt auch schon Weiterentwicklungen. Carobot 4, der eben auch schon ein deutlich schnelleres Navigationssystem oder ein Computersystem hat, das deutlich schneller lernt, ist. Genau. Steffen, super Frage, genau, darauf würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen. Wenn solche Aufgaben übernommen werden, meines Erachtens ist es so. Manche Leute sind trotzdem froh, wenn das so ist. Genau, deswegen dann nochmal einen ganz anderen Roboter möchte ich euch vorstellen, und zwar Paro. Da geht es jetzt nicht darum, wie bei dem letzten, dass irgendwie wirklich mechanische Arbeit übernommen werden wird, sondern man hat sich überlegt, man könnte ja auch probieren, mit einem Roboter quasi Zugang zu Menschen, die verschlossen sind, vielleicht aufgrund einer schweren Demenz. Und da ist es schwierig, vielleicht in Kontakt mit denen zu treten, weil die immer ein bisschen abweisend sind oder so, dass man nicht genau weiß, wie man zu denen Zugang bekommen kann. Da ist vielen vielleicht die Tiertherapie irgendwie gekommen und aus der bekannt und aus der entstanden ist die Idee der Japaner. Und wie die Japaner so sind, muss alles, was die machen, sehr knuffig und sehr süß sein. Haben die sich überlegt, wir bilden mal ein Sattelrobbenbaby nach, als quasi mehr als Medium, um damit einen Zugang zu Menschen, die vielleicht verschlossen wirken, zu bekommen. Was sie gemacht haben, sie haben sich, also keine echte, aber sie haben sich das als Vorbild genommen und haben nachgebaut, haben natürlich eine CPU reingebaut, sprich einen kleinen Computer, der Stimmen erkennen kann, sich anpassen kann, über den quasi Körper verteilt sind mehrere Mikrofone, 3 Stück an der Zahl, die durch ein Verrechnen einfach quasi feststellen können, wo die Sprache herkommt. Das heißt, er kann sich im Raum orientieren und merkt, wenn jemand von links oder von rechts mit ihm spricht und kann den Kopf dazu bewegen. Was natürlich super süß aussieht mit den großen schwarzen Augen, mit langen Wimpern, kann er da klimpern und die Leute anschauen und so eben vielleicht Emotionen wecken.
hat auch Lichtsensoren, einfach auch, um sich im Raum zurechtzufinden, hat jede Menge Berührungssensoren, vor allen Dingen an den Händen, aber eben auch hier über das Feld verteilt, die, damit er merkt, wenn er selber gestreichelt wird und sich eben daraufhin reagieren kann. Lagesensor auch nochmal für die Bewegung im Raum, und das Fell ist angeblich antibakteriell, was natürlich in Zeiten oder in Pflegeeinrichtungen besonders wichtig ist, natürlich in Zeiten von vielen Klinikkeimen, multiresistenten Erregern durchaus ein Vorteil ist. So sieht er in echt aus und wie gesagt natürlich ziemlich süß durchdacht mit diesem, mit dem Kabel, mit dem Schnuller im Mund, so kann man ihn dann eben aufladen, beziehungsweise ihm auch bestimmte Programme aufspielen. Er kann die Augen schließen, hat hier schon lange Wimpern, damit das alles lieb und nett aussieht. Und hier ein paar Beispiele aus der Praxis. Auch hier wieder für Kinder wahrscheinlich relativ einfach ein Kuscheltier, ein Spielzeug. Und so wie wir ihn in der Pflege uns eben vorstellen, beziehungsweise so wie er auch eingesetzt wird, was man hier ganz gut sieht. Zum Beispiel die Hand liegt hier auf der... Die Hand auf der Hand, genau. Das wird gespürt, beziehungsweise auch, wenn wir davon ausgehen, die Person spricht zu der Robbe, dass sie den Kopf halt eben zu der Person, die sie hört und sie auch Stimmen erkennen kann, auch eben, sie kann sich einen Namen merken, wenn diese Robbe immer mit demselben Namen anspricht, merkt sie das, kann die Wörter rausfiltern und sich selbst quasi so nennen und hört dann eben auch auf ihren eigenen Namen, legt dann zum Beispiel eben den Kopf und ja, piepst ein wenig lieb rum. Genau. Die Idee ist nichts komplett Neues, sprich diese Social Robots sind eigentlich aus der Hunde- oder Tiertherapie entstanden. Das heißt, man hat schon früher oder schon vor längerer Zeit sich gedacht, man könnte ja mit Hilfe vielleicht von Tieren probieren, Menschen, die einfach zu denen man schwierigeren Zugang hat, mit Tieren als Mediator oder als Hilfsmittel quasi denen das Leben schöner machen oder einen Zugang einfach zu bekommen. Das heißt, hier ist es einfach nur eine Weiterentwicklung oder ein Umdenken. Und genau, dass die Tiertherapie funktioniert, ist schon hinreichend, ziemlich lange belegt. Ist ja in Altenheimen, in der Geriatrie oder auch in der Gerontopsychiatrie, auf vielen Stationen gibt es das, dass dort regelmäßig Hundeführer mit ihren Hunden vorbeikommen, einfach um dort sich mit den Bewohnern auszutauschen, beziehungsweise dass die Bewohner den Hund streicheln können. Und einfach viele Leute haben mit Tieren in der Kindheit oder in ihrer Jugendzeit einfach gute Erfahrungen gemacht, und wenn man da selber so nicht mehr dazu kommt, kann das aktivierend wirken, kann gegen Einsamkeit wirken, da gibt es eben auch Studien dazu, die es einfach untersuchen, und halt bringt Leute wieder ins Gespräch, bringt einen schönen Alltag daher und ja, macht das Leben im Grunde genommen für Leute, die in einer Langzeitpflegeeinrichtung sind, schöner. Was daneben aufgekommen ist, es gibt verschiedene soziale Roboter. Und 2009 habe ich da das erste Review gefunden, die sich halt mal damit beschäftigt haben und gesagt haben, es wird immer mehr beschrieben, aber welches Wissen steht wirklich dahinter und wie viele Studien gibt es? Schon 2009, was jetzt ja doch auch schon ein paar Jahre her ist, gab es die ersten Veröffentlichungen, allerdings alle mit sehr kleinen Patientenzahlen, kleinen Zeiträumen und viele mit einem positiven Outcome, aber halt auch mit fragwürdigen Studiendesign beziehungsweise eben auch die halt von der Belastbarkeit der Studie nicht besonders hoch sind. Was ich spannend fand, war dann eben mal ein Vergleich. Eine Frau Banks aus den Vereinigten Staaten hat sich 2008 damit beschäftigt und hat eben mal gesagt, jetzt schauen wir doch mal, wie das funktioniert. Sie hat in einer Langzeitpflegeeinrichtung drei Gruppen aufgestellt und wollte sich eben anschauen, was für einen Effekt Hunde bzw. ein Roboterhund auf die Einsamkeit der Bewohner hat. Das heißt, es gab eine Kontrollgruppe, in der die Bewohner quasi keinen Besuch erhalten haben und dann mit dem Fragebogen immer gefragt wurde, wie geht's euch, seid ihr einsam, seid ihr mehr oder weniger einsam über einen Zeitraum von 8 Wochen. Und dann gab es eben zwei Interventionsgruppen. Die einen haben einmal die Woche 1 Stunde lang Besuch von einem Hund erhalten und die anderen durften einmal die Woche 1 Stunde lang mit einem Aibo spielen. Quasi das ist ein kleiner Roboterhund der Firma Sony, der wirklich mehr als Spielzeug eben auch gedacht ist, aber halt eben auch auf Bewegung reagiert, der sich auch bewegen kann, bellen kann, und hat dann eben die Leute auch mit einem standardisierten Fragebogen nach ihren Gefühlen befragt und quasi in so einem Fragebogen auch rausfinden wollen, wie einsam sie sich fühlen. Rauskam, dass, wie man sich vorstellen kann, die in der Interventionsgruppe deutlich weniger sich einsam gefühlt haben.
Spannend fand ich da wirklich, dass die Interventionsgruppe, also es gab keinen Unterschied, keinen signifikanten Unterschied in der Gruppe der Hunde bzw. der Roboterhunde. Allerdings, wie gesagt, ein Zeitraum von 8 Wochen und es gab keine Reevaluation nach einem längeren Zeitraum, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt, wie schnell sich vielleicht auch wieder einsam fühlen kann. Genau, 2017 habe ich noch von Stefanie Weisch von der Universität aus Frankfurt, Goethe-Universität, genau, nochmal eine Übersichtsarbeit gefunden und die Stefanie Weisch hat sich eben auch die Frage gesetzt, wie weit wird zum Beispiel speziell Paro auch in Deutschland eingesetzt und ist eben wirklich mit Telefoninterviews und sinnlichen Pflegeeinrichtungen dahin gekommen, dass es den doch schon häufiger gibt, als man eben denkt, dass viele halt probieren, das mit einzubinden und sich da nicht irgendwie Sorge zu haben, dass da irgendwas wegfällt, sondern halt einfach sich zu überlegen, dass man so einen sozialen Roboter nehmen kann, diese Roboter-Robbe, um einfach vielleicht einen menschlichen Kontakt oder einen Kontakt herzustellen zu einfach Bewohnern, die sich ansonsten vielleicht schwer ansprechen lassen oder die schwer zu aktivieren sind. Und auch da wird wieder sehr viel aufgeführt, dass es immer natürlich, genau wie ihr auch schon Fragen stellt, was ist da mit der wirklichen menschlichen Pflege, was ist mit dem wirklich menschlichen Kontakt? Muss man da nicht andere Wege gehen? Das sind durchaus berechtigte und immer wieder aufkommende Einwände. Andere sehen es sehr positiv, weil man die meisten Anwender doch einfach sagen, Bedenken hin oder her, ich sehe, dass es den Leuten hilft. Und wenn es schafft, die Leute dadurch zu aktivieren oder zu einem Lächeln zu bringen, dass sie sich damit eine Zeit lang beschäftigen, dann ist das ja erstmal eine gute Idee. Genau. Dann, was für mich so aufgefallen ist, einfach ein paar Pros. Ich weiß nicht, was ihr daran von haltet, beziehungsweise es gibt durchaus erste Entwicklungen. Ich glaube, gerade so eine Vereinfachung der Pflege wäre durchaus was sehr Hilfreiches, weil die Entwicklung wahrscheinlich nicht ganz aufzuhalten sein wird. Gerade mit dem Pflegenotstand, ob man dem mit Personal wirklich so wieder nachkommt, wenn es sich wirklich so weiterentwickelt, wie es ja prognostiziert wird und dass wir noch mehr ältere Menschen bekommen. Wir haben eine Abnahme in der Dokumentation, was natürlich super praktisch ist, gerade im Bereich der Pflege oder auch als Arzt merkt man einfach, wie viel man doch irgendwie mit irgendwelchen Dokumentationen verbringt, die wichtig sind auf einer rechtlichen Grundlage, damit man auch eine gute Kommunikation zwischen den Berufen hat, aber sie brauchen halt einfach sehr lange. Und wenn man zum Beispiel da technische Apparaturen hat, die einem da Arbeit abnehmen können, ist das, denke ich, auch durchaus eine große Hilfe. Abschwächen des Pflegemangels, klar, wenn es im Idealfall so funktioniert und im Moment zu wenig Personal ist, wäre das natürlich ein Pro, aber ganz klar lässt es ganz viel offen, inwieweit so eine Entwicklung wirklich wünschenswert ist und ja, wie weit so eine Entwicklung weitergehen kann. Was ich eben auch schon gesagt hatte, die Systeme sind bisher sehr unausgereift. Wir sind meines Erachtens noch eine Zeit davon entfernt, dass sie uns ersetzen können. Es gibt erste Systeme, es gibt aber eben auch genauso unzureichende Daten. Das heißt, man kann sagen, es ist eine Hilfe, aber es ist auch eben bei vielen der Daten ist immer die Frage, wie belastbar sind die? Man kann jetzt schwierig irgendwelche doppelverblindeten, randomisiert kontrollierten Studien dazu machen und auch schlecht widerspiegeln, oder zumindest die Daten im Moment so, dass sie schlecht widerspiegeln, was mit Langzeitfolgen ist. Was viele auch sagen, ist, wenn man schwer erkrankte Menschen hat, zum Beispiel dann vielleicht eben nicht differenzieren können, dass sie eine Plüschrobbe vor sich haben, dass dann nicht unethisch ist, obwohl man denen sagt, das ist eine Plüschrobbe, wie auch immer, und die das nicht unterscheiden können. Ob das dann nicht als irgendwie schon unethisch gelten könnte. Und ganz wichtig natürlich auch, es ist seit der Einführung von irgendwelchen technischen Gegenständen, wie den Webstühlen in England oder sowas, ist die berechtigte Frage da, kann sich da nicht irgendwer jemand verdienen und einfach Arbeitsplätze streichen und ja, genauso was hier schon angeklungen ist, was passiert mit der Zwischenmenschlichkeit? Die Idee ist von manchen Herstellern natürlich Abnahme der Pflege, also Vereinfachung der Pflege und dadurch mehr Zeit für Zwischenmenschlichkeit. Ob das jetzt wirklich so weit kommt, das kann ich natürlich noch nicht sagen. Genau. Dann ein paar Fragen wurden ja schon gestellt. Jetzt wollte ich nochmal zum Ende hin euch fragen. Gibt es noch Fragen? Habt ihr noch irgendwas, was euch aufgefallen ist? Genau, dann für euch. Genau, super, ihr macht schon mit.
Wie sieht es bei euch aus? Wünscht ihr euch mehr Roboter in der Pflege? Gerade welche? Es wäre jetzt erstmal egal. Könnt ihr euch da positive Entwicklungen vorstellen oder seht ihr, dass da auch Hilfe sein kann? Seid noch fleißig am Tippen. Genau, ist natürlich auch super, um zu sehen, ob wirklich noch jemand vor der Mattscheibe hängt oder alle schon am Kochen oder Bier trinken sind. Ja, das ist doch schon mal was. Genau, ja. Spannend. Ich kann es mir auch in vielen Sachen, gerade die ich mir daher vorgestellt habe, eben auch vorstellen, dass gerade so ein Pflegewagen, der, wenn er gut entwickelt ist, dass der durchaus Abhilfe schaffen kann in manchen Sachen, dass der durchaus Vorgänge vereinfachen kann. Natürlich ist echt die Frage, ob so Hilfe wie der Care-Robot nicht auch Zwischenmenschlichkeit gefährden. Kannst du da was zu sagen, in welche Richtung sich die Meinung der großen Träger? Nee, kann ich leider nicht sagen. Dazu habe ich nichts gefunden. Ich habe zum Personal einige Sachen gefunden, dass nur was das Personal davon hält. Da gibt es einige Datenerhebungen. Was da spannend war, ist eher, dass es sehr unterschiedlich von den Ländern ist. Dass zum Beispiel so hochtechnisierte Nationen wie Japan oder auch Südkorea diese negativen Aspekte, die wir jetzt auch ein bisschen hier aufkamen und auch als Fragen kamen, dass die das gar nicht so sehen, sondern viele sich das wirklich als eine Sicherheit sehen, als eine Vereinfachung eben einfach auch sehen, dass da die Entwicklung auf jeden Fall hingeht und dass andere Nationen, das ist wieder so die mehr, so würde ich sagen, Zentraleuropa oder auch in Amerika, dass da dort die Skepsis durchaus höher ist. Große Träger kann ich leider nicht sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die, wenn jetzt nicht zu böse unterstellen, wirtschaftliche Interessen da sind, dass man sich natürlich da eine Vereinfachung beziehungsweise eben auch einen Fortschritt wünschen wird, kann. Es bleibt nur die Frage nach der Motivation, ob man damit Geld ausschöpfen möchte oder einfach wirklich Pflegenotstand bekämpfen möchte. Deswegen, ja. Also auf großen Konferenzen sieht man, dass die Meinungen wirklich noch ganz auseinandergehen und sich jeder noch versucht, in dieser Frage zu finden. Also was wir feststellen ist, dass die Roboter, die Medizintechnik eben vor allem vorangetrieben wird, ohne dass Pflegende oder Ärztinnen und Ärzte sehr stark an dieser Entwicklung teilhaben, weil man sich diesem Problem ein bisschen verschlossen hat. Und das ist bestimmt was man schnell ändern muss, wo man schnell wieder Teilhabe herstellen muss. Es gibt die ersten Altersheime in der Schweiz, die sehr stark mit Robotern ausgerüstet sind. Es gibt die ersten Demenz-WGs in Deutschland, in denen so ein Pepper mit rumläuft, der auch tatsächlich Gesichter erkennen soll, Leute mit Namen ansprechen soll. Aber eigentlich ist es immer eine Notlösung, dass man sagt, wenn man versucht, Roboter eigentlich da einzusetzen, wo der Mensch nicht so wichtig ist, um die wenigen Menschen, die man tatsächlich für die Altenpflege findet und hat, in der Zwischenmenschlichkeit einsetzen kann. Aber das ist eben eine Übergangsphase und tatsächlich besteht dieses Rationalisierungsrisiko, dass man doch auf Effizienz, auf Kostendruck und Ähnliches reagiert. Und da werden wir uns auch als Gesellschaft noch finden müssen, weil das, oder mir ging das so, also ich mir in das Thema reingearbeitet habe, für mich war das erstmal ein japanisches Problem. Und wie weit wir da eigentlich in Europa schon sind, das war mir erstmal gar nicht so klar. Und ich glaube, das ist uns als Gesellschaft auch noch gar nicht klar. Und deshalb haben wir da noch gar keine Meinung und noch gar keine Diskussion dazu. Und das müssen wir schnell nachholen. Ja. Spannend, Malte, hast du recht. Schwierig wird wird's erst, wenn Roboter dann Personal einstellen. Ja. Ich glaube, da sind wir dann noch weit entfernt. Was, glaube ich, auch noch eine Sache ist, im Moment habe ich das Gefühl, dass sich große Konzerne wie zum Beispiel Microsoft oder Google oder Samsung noch nicht riesig damit beschäftigt haben. Also Samsung stellt durchaus sehr viele humanoide Roboter her, aber in kleineren Dingen. Was ich eben jetzt auch angegeben habe, waren ja auch Probleme mit der Navigation oder so. Da geht es, glaube ich, wirklich auch um Software, die schnell arbeiten muss, wenn da irgendwie ich weiß nicht, die Entwicklung in die Richtung geht, beziehungsweise von solchen Konzernen übernommen wird, kann es, glaube ich, auch sein, dass es wirklich sehr
dass dann sehr schnell sehr viel Fortschritt kommt. Wie gesagt, im Moment stehen die halt noch vor Problemen, wie um ein Hindernis umzugehen, was für uns super leicht ist, für die immer noch, für eine lernfähige Software immer noch ein Hindernis. Deswegen in 25 Jahren, nie sind doch die meisten. Ich glaube auch, also ganz wahrscheinlich nie. Es wird immer noch Leute geben, die das irgendwie überprüfen müssen, aber ich bin sehr gespannt, inwieweit die Entwicklung weitergeht. Und man kann sich ja jetzt auch schon in diversen OPs auch anschauen, wie mit Hilfe von Da Vinci, einem Operationsroboter, operiert wird. Dabei ist es in dem Fall so, dass nicht, ja, dass der Roboter über eine Konsole gesteuert wird, die durch den Chirurgen gesteuert wird, aber dass man quasi den Beginn selber macht als Chirurg. Man führt die Instrumente zum Beispiel in den Bauch ein mit so einer Technik, und dann übergibt man das quasi, das Besteck, an den Roboter und operiert über diese Konsole. Das wird schon gemacht, da gibt es auch gute Datenlage dazu, aber speziell eigentlich nur bei der Prostata. Der wird schon regelhaft eingesetzt, ist aber vor allem auch so ein Prestigeprojekt. Den habe ich zum Beispiel nicht vorgestellt, weil den glaube ich auch schon irgendwie kennen, aus, vielleicht aus der Klinik oder noch mehr aus den Medien, weil es schon ziemlich abgespaced, muss man sagen, nicht aussieht, wenn ein Mensch da irgendwie steht. Ja. Und es passiert ganz viel. Also ich glaube, der Da Vinci, den haben wir vor 20 Jahren schon gehabt und jetzt geht er immer mehr tatsächlich so in den Routinebetrieb über. Wir waren dieses Jahr wegen dem Digitalisierungsmaster bei der DHL. Die haben in ihren Lagern kollaborativ arbeitende Roboter, die sich gegenseitig unterstützen, die sich aus dem Weg gehen, die sich erkennen und sich nicht über den Haufen laufen, damit manchmal einen Vorteil gegenüber menschlichen Arbeitern da auch tatsächlich haben. Und die da ganz viel rumprobieren. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Medizin und so zu tun. Und da geht es auch nicht um Menschenleben und nicht um Alte und Gebrechliche. Aber da merkt man, wie sehr man auch da in den Produktiveinsatz eigentlich geht. Mhm. Steffen sagt, ich glaube, auch die Veranstaltung zeigt auch, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, damit Ärzte und Pfleger bei den Entscheidungen mitreden und mitdenken. Ja, absolut. Also da gehe ich genau das... finde ich auch, wir müssen uns sehr stark mit diesen Themen auseinandersetzen und eben auch zeigen, dass das unsere Themen sind. Genau. Und da so ein bisschen die Meinungshoheit auch wieder an uns ziehen und die den Physikern und Ingenieuren abnehmen, die im Moment da die treibenden Kräfte sind. Ja, das war's soweit von mir erstmal. Sehr cool, vielen, vielen Dank. Ja. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Mir hat es ja schon beim Lesen unheimlich viel Spaß gemacht. Ich freue mich total, dass du hier den Mut zusammengenommen hast, hier das alles nochmal erzählt hast. Cool, dass ihr euch so beteiligt habt. Super, dass ihr alle mitgemacht habt. Super aktuelles Thema eben auch. Man sieht einfach auch noch, was es da alles für Sachen gibt. Das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, nicht aufzuhalten wird, einfach in unserer technisierten Welt. Was natürlich auch ganz klar ist, das ist vor allen Dingen in unseren Breitengraden so, weil wir es uns leisten können, über solche Sachen auch Gedanken zu machen. In einer hochtechnisch weit entwickelten Industrienation merkt man auch an den Daten, es sind fast alles eben irgendwelche westlichen Industrienationen, Nordamerika und natürlich eben Japan ganz vorne mit dabei. Ja. Wer sich für sowas interessiert, in Wuppertal gibt es ELP, die waren hier mal für einen digitalen Salon. Die haben mal Roboter vermarktet, die Koffer aufmachen, wenn es einen Bombenverdacht gibt. Und jetzt vermarkten die Roboter, die über Stationen fahren. Die sehen so ein bisschen aus wie bei Big Bang Theory, das, was Sheldon mal gebaut hat, haben da einen Monitor, auf dem ist der Arzt zu sehen. Und die machen quasi über diesen Roboter eine Visite, sodass Spezialisten irgendwo sehr zentral sind und dezentral auch Visiten machen können. Also da wird an ganz vielen Stellen gearbeitet. Und wer sich da interessiert, kann auch mal nach Wuppertal fahren, sich das da anschauen. Den Kontakt stellen wir auch gerne hier. Vielen, vielen Dank. Danke an Martin, danke an euch alle. Nächste Woche, nicht vergessen, Mittwoch, digitaler Salon, Algorithmen, auch ein ganz wichtiges Thema. Und am Freitag, am Donnerstag kommt dann der RTL zu uns. Und der RTL sagt mal, wie denn das eigentlich so ist mit echten und mit Fake News und wie man denn eigentlich Meinung machen kann. Da bin ich schönen Abend, wo immer ihr auch gerade seid, auf dem roten Sofa oder in der WG, und vielen Dank, dass ihr dabei wart.